Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Blut auf dem Boden. Ach so, ist das mein Blut? Nee, sah nur so aus. Ich dachte, ich hätte hier so eine fancy Rüstung, die in der Lage wäre, Blut zu versprühen. Das wäre schon lustig gewesen. Ja, wir sind zurück hier bei Lords of the Fallen. Und sind ja auf dem Weg zum nächsten großen Gebiet im Spiel. Okay. Hallo, little friend. Do you want to play? I know some fun games. Are you hungry? What do you eat? You're smelly. Maybe I should give you a bath. Ah. Okay, strange Szene. Aber ich bin schlecht darin, sowas zu deuten. Deswegen raus aus dem Umbral, zurück in die Realität. Back to reality. Genau, wir haben jetzt hier. Aber warte, kann man noch einen Spezialgegner uns schnappen? Ihr wisst ja, ne, wenn. Wenn Spieler an manchen Gegnern sterben, dann hinterlassen sie sozusagen Spezialgegner. Das ist irgendwie schon mein Blut hier. Ja, ausgerissene Augäpfel. Drei Stück. Die kann man auch irgendwo abgeben. Und da ist noch ein Item. Das muss ich definitiv mal machen. So ein. Ne, so ein Augapfel. Kann schon was sein. So. Nö, ansonsten muss ich hier eigentlich soweit nichts weiter tun. Hier hinten hatte ich jetzt ja den. Ja, ich will auch wieder raus aus dem Umbral. Deswegen, wir gehen ganz kurz zum Ruhen nochmal zurück. Wir haben ja nun dieses Gebiet wirklich sehr gut abgegrast. Deswegen. Also ich mag das mit diesen Überresten von Spielern. Das ist schon ganz cool. Sind ja manchmal schwerer, manchmal leichter. Nicht immer so einfach zu sagen. So, genau. Jetzt sind wir nämlich im nächsten Gebiet. Wartet mal, hier können wir auch theoretisch natürlich wieder eine Lampe setzen. Aber ich habe halt aktuell nur eine davon. Deswegen, gleich kommt, glaube ich, der reguläre Überrest. Lasst den mal abwarten. Ich sollte nicht so rennen, um nicht in die nächste offensichtliche Falle zu tapsen. Da vorne ist auf jeden Fall ein Hund. Und da ist irgendwas, das Feuer speien kann.
So, wer bist du? Du siehst ein bisschen mutiert aus. Boah, ist ja witzig, ne? Links, rechts, welchen Weg wählt man jetzt von hier aus? Oh, was steht denn da vorne? Kallrad. Ha. Was geht denn da vorne ab? Machen die sich jetzt hier schon gegenseitig fertig? Oh. Er denkt sich auch, ja, scheiße ist, jetzt habe ich hier die Belagerung so halb überlebt. Ja, dann komme aber ich. Ui, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Der blutrote Rektor. Okay, also auf der Seite geht es zu einem Boss und auf der anderen Seite... So, Brio-Steine. So, also wir haben jetzt ja, ne, haben wir schon gesagt, hier lang geht's zum Parzival, hier zum Boss. Und hier hinten lang... Wenn ich jetzt einfach mal dem anderen Weg folge. Ah ja, Fitzroys Schlucht, da waren wir doch. War das nicht sowieso schon das Gebiet? Ah ja, Tyrillium-Fragment. So, also hier wäre dann ein ganz guter Ort für eine... Ne, für einen Checkpoint setzen, aber ich hoffe, dass hier vorne jetzt eigentlich gleich noch eins besserer Ort kommt.
Er hat schon gesehen, dass da noch ein Dings ist für Umbralreste. Ui, das ist aber hart. Okay, ich sollte wirklich erstmal schnell mich hier mal um den Umbralrest kümmern. Ui, was ist denn da unten los? Damn coward! Come now, you're half dead already. If anything, I'm merely helping you to your well-earned rest, while helping myself to your supplies. In the name of Aureus, you... Gods! Gods, gods, gods! That's all you people talk about. Aureus this and Nadir that. You have no vision, no ambition. Just so desperate to be ruled. Well, despite what so many think, we have never needed gods to guide humanity. Only the right man for the task. Who are you? The future you won't live to see. Fuck, wer ist er denn? So Umbralreste immerhin. Ich meine, ich kann mir ja auch einfach diese Samen kaufen. Aber hier hinten scheint wirklich ein guter Platz dafür zu sein. Weil ich dann nämlich auch eine Kurzverbindung zum Bosskampf habe. Damit habe ich nämlich auch die Schnellverbindung hier hinten. Verbrennungssalze, sehr nice. So. Ich werde jetzt hier einfach mal so durchrennen. Für jeder kommt doch gerade eine Markierung, oder? Nee. Oh, dieses... Das ist halt echt gemein, ne? Boah. Der Brudi hat's aber wirklich in sich. Na, ich überlege, ob ich jetzt hier eher so eine... Schwert-Schild-Kombination dann machen. Naja, einfach so eine kleine Schwert-Schild-Kombo. Weil ich mit einem Schwert dann doch schneller zuschlagen kann als mit zwei Schwertern.
Leute, ich sag's euch, wie es ist. Der ist eine Nummer. Weil der kann mir so schnell mein Leben zerfleddern, da laufe ich mal lieber in die andere Richtung. Also schade drum natürlich ein bisschen, auch um die Sachen, die jetzt da zurückbleiben. Aber nee. Da will ich noch ein bisschen stärker werden. Wobei ich überlege, ob ich nicht lieber mein Dornenschwert benutze. Ist ja auch auf plus 3. Ja, witzigerweise ist das dornbesetzte Schwert des blutroten Rektors. WTF, kämpfe ich jetzt gerade gegen den Typen, von dem ich mein Schwert habe, oder was? Übel. Nein! Ah, stimmt, Mann. Zum Glück. Ja. Ab ins Umbral, ey. Einfach hier runtergefallen. Dieses Spiel mag es, einen irgendwo runterzustoßen. Boah, viermal kleines Delirium. Deralium. Delirium ist schön. Deralium. Ah, ich sehe schon, hier hätte ich sowieso ins Umbral gemusst. Oh, WTF. Man kann sie, man kann sie anvisieren, aber es ist so, oh mein Gott, man kann sie anvisieren, ne, aber es ist, ehrlicherweise. Oh. Also es ist möglich, sie anzuvisieren. Genau, danach habe ich gesucht. Back to life, back to reality. Mal raus aus dem Umbral, ey. Ring der strahlenden Überlegenheit. Boah, Leute, ey. So, aber eigentlich kann ich doch jetzt dann, oder ist es dann für den, es ist für den ganzen Run dann kaputt. Ja, back to life, back to reality ist leider für den ganzen Run, also bis ich jetzt mich einmal ausgeruht habe, weg. Oh, ja, du brauchst das nicht mehr, ne? Fitzroys Schwert. Okay, das ist Fitzroy, der hier ist. Oder Fitzroy hat hier sein Schwert, naja, irgendwo reingesteckt. Was? Arschloch. Dummes, blödes Arschloch. Sag ich dazu nur. Okay, Fitzroys Schwert. Was ist denn das für eine, Klinge? So, wartet mal. Wir checken das mal. Fitzroys Schwert. Da.
ganz schön gut Blut, aber braucht Agi 19. Aber Agi 19, oh, möglich. Nicht unmöglich, sage ich mal. Es ist ja seine Schlucht, aber er ist ja auch tot. Also Fitzroy, Schluchtbesitzer, leider tot. Boah, Dark Souls Durchlauf-Skills. Nein! Oh, Wichser! Wichst das! Nein! Nein! Dark Souls Durchlauf-Skills. Naja. Ja, ja, ja. So, rein in die Fräsen, ey. Naja, aber immerhin geschafft ist geschafft. Und runter, runter, runter. Hi, na, wie ist es? How do? Ja, hi, wie geht's so? Bei mir gerade ein bisschen kompliziert alles hier, weil böse Gegner sind böse. Suche gerade eher nach einer Möglichkeit, mich mal auszuruhen. Von daher Strategie des Durchrennens. Ich weiß, es ist immer nicht so beliebt. Wirkt immer so ein wenig lauchig. Ah ja, aber da... Ich habe gerade ein bisschen was am Hacken. Ich weiß, dass der Lauf über diese Brücke safe vernichter. Also wo man hier auch kommt, überall Bossgegner, wa? Also wie schon erwähnt, wo man hier auch kommt, überall Bossgegner. Ja, ich sollte mal in dieser Höhle mal ein bisschen besser gucken. Ich glaube, da kriege ich... Ich glaube, ich sollte auch vor allem mal gucken, dass ich mir so ein paar von diesen Umbralsamen kaufe, dass ich halt... Dieses Durchrennen ist nicht immer die beste Strategie, würde ich sagen. Ich glaube, da sind wir uns schon mal einig. Okay, Leute, also zwei Richtungen, zwei Bossgegner. Beide sehen grimmig aus, beide sehen böse aus. Wir gucken mal, wie wir hier weiterkommen in der nächsten Runde von Lords of the Fallen. Ich bin sehr gespannt und... Mach grad eine Abmoderation. Mann. Also ja, bis zum nächsten Mal hier bei Lords of the Fallen. Und dann gucken wir mal, welche Richtung der beiden wir nehmen. In beiden ist ein Bossgegner involviert. Achso, ich habe noch einen Ring bekommen. Den kann ich mir schnell nochmal anschauen. Vielleicht bringt der Ring mehr was. Widerstand gegen Gift wird erhöht. Nee, ist der grüne Ring. Ich hätte den Ring der Überlegenheit. Nee, doch, das. Ey, der ist ja da unten. Äh.
Wirkt Strahlenzauber mit anderen Katalysten. Verbessert eure Strahlen, um mehr Einsicht zu erlangen. Ja, das ist so ein Ring, für den muss ich einfach im Spiel noch besser werden, um ja mehr zu sehen, was da so ist. Naja, okay, ihr lieben Freunde meines Kanals, wir sehen und hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, BB, euer Hiyuga.